Hallo, herzlich willkommen zu CMC TV. Mein Name ist Konstantin Ollenburger. Ja, willkommen zu dem Update. Hatten ja gestern einen sehr ja, interessanten Tag. Und ja, es hat sich bewahrheitet, dass die Eröffnung tatsächlich noch ein neues Hoch benötigte. Und ja, wiederum ein sehr starker Tag. Wir haben jetzt über die, ja, wenn man sich es anschaut, Advanced Decline Varianten hatten wir jetzt zweimal hintereinander einen 80% Up-Day, wie es im Englischen heißt. Und an sich ist das ein sehr positives Zeichen. Das Signal hat, ja, hat durchaus Aussagekraft. Und ja, man kann das dann weiterhin, denke ich, die nächsten Tage beobachten. Wichtig ist, dass man ja die Tiefpunkte jetzt weiterhin verfolgt, die Supports. Wir hatten ja gestern nach dem neuen Hoch ja eine Korrektur angesprochen, die kommen kann in die Retracements und in die kleinen ja, Konsolidierungszonen und ja, hat sich bisher ideal ausgezeichnet oder abgebildet. Was man sagen kann jetzt hier zum Germany 30, ich habe den zum Intraday-Verlauf nochmal offen, ist, dass wir jetzt bis auf 10 Punkte genau auf das 161er Extensionslevel herangelaufen sind von, ja, von diesem ersten Anstieg oder von dieser ersten Korrektur. Und die große Frage wird sein, ob dieser Abverkauf jetzt entweder eine Welle 4 ist, also das würde Sinn machen, also sprich 1, 2, hier dieser Anstieg dann eine 3, eine 4 und dann fehlt eben noch ein weiteres Hoch, das wäre ja ganz klassische Zählung, oder eine etwas definiertere und ja höchstwahrscheinlich sogar aussagekräftigere Erzählung, dass wir eben noch nicht die Welle 3 hier beendet haben, sondern nochmals ein Hoch benötigen, um diese Welle 3 abzuschließen. Das Ganze würde dann eben in Richtung 16.060, vielleicht sogar 16.306 führen, bevor dann wiederum eine ja, Pause eben entsteht und dann eben ein weiteres Hoch hier noch erfolgt. Also so wäre dann ebenfalls ein Fünfer vorstellbar. Okay, soweit so gut. Das wären die Varianten. Wichtig ist, die Supports dann dementsprechend herauszufiltern. Hierzu kann man in den ja, Intraday-Chart gehen. Ich habe hier dieses Zwischentief, was aktuell dann auch die große Trendkontrollmarke ist, von gestern genommen und mit dem heutigen Hoch verbunden. Und hier sieht man, dass das Vormittagshoch jetzt am ersten 23er Retracement im Prinzip endete. Somit die große Frage dann für den US-Verlauf, reicht hier dieser Abverkauf? Also so. Und wir haben jetzt vorhin mit den News auch von Pfizer etc. Hier diesen ersten Push, bekommen praktisch hier die 2 und dann gleich den Anstieg zum US-Start. Bedingungen für diesen direkten Durchmarsch, das Tief hier von 11:45 Uhr darf nicht unterschritten werden. So einfach kann das sein. Also wenn hier tatsächlich diese 1-2 bereits läuft, dann ist praktisch dieses Tief von 11 Uhr, also 45 meine ich genau, Kontrollpunkt. Darunter darf es nicht fallen. Solange das dann der Fall ist, haben wir direktes Rallye-Potenzial zur Handelseröffnung. Okay, das ist eine Variante, also relativ bullish direkt dann zur Eröffnung. Die zweite Möglichkeit für den Verlauf ist praktisch, dass der Abverkauf jetzt heute Morgen noch nicht vollständig ist oder nicht abgeschlossen ist. Und das würde dann so aussehen, dass wir ja diese Dreierbewegung eben als erste Abwärtsstrecke definieren, haben jetzt mit den News eben eine B oder X hier gesehen und benötigen dann noch einen zweiten Abverkauf in dieser Situation, der mindestens eben das Tief von 11:45 Uhr rausnimmt. Und natürlich idealerweise vielleicht das nächste Retracement erreicht. Und dieses nächste Retracement, das wäre hier das 38er Retracement, das liegt dann sogar bei 590, also knapp 130 Punkte vom aktuellen Kursniveau Abwärtspotenzial. Okay, also das ist dann die zweite Variante, die man sich vorstellen kann für den Handelsstart dann gleich. Und das Ganze definiert sich eigentlich am besten über den Tiefpunkt jetzt von heute Vormittag. Und ja, als Mindestziel, das muss hier nicht auf das 38er. Mindestziel ist einfach, dass der Tiefpunkt rausgenommen wird und das würde potenziell schon ausreichen. Wenn das jetzt so knapp kommt, also ein Spike und dann knallt der Markt wieder hoch, dafür ist dann hier dieses Zwischenhoch wichtig. Sobald wir dann praktisch darüber gehen,
wäre es für mich eben bestätigt, die Dreierbewegung wäre erledigt und hier wäre dann der Weg frei für die nächste Rallye. In dem Falle dann auf das Hoch, auf die 860 und dann später eben der Durchbruch auf die 16.060. Okay, ich denke, das ist soweit dann verständlich. Ja, und auch zu gestern vielleicht nochmal ein kurzes Wort. Da hatten wir hier diese Situation, dass wir hier diesen Anstieg hatten, dann hier diese Dreierbewegung und dann eben 1, 2, 3. Das sah dann eben nicht fertig aus und ja, das Hoch kam dann ideal hier und somit ist der Anstieg oder dieser Zwischenanstieg dann beendet. Okay, das erstmal dazu. Also wichtige Zone hier, Dreierbewegung fertig, ja, nein. Wir haben hier das Zwischentief, das hilft uns, das Zwischenhoch als Orientierung und das Tief. Und genau, die Beschreibungen haben wir dann jetzt durch. Okay, kommen wir zum US-Markt. Auch hier sah es gestern noch nicht fertig aus. Und ja, diese neuen Hochpunkte an sich haben ja das dann dementsprechend bestätigt. Auch hier der Start praktisch am Montag. Und auch hier dann die Möglichkeit, okay, ist dieser Fünfer jetzt durch? Also so. Und wir bekommen praktisch hier eine Dreierbewegung. Also entweder hat es jetzt gestern schon begonnen, sprich wir haben eine A hier runter heute Morgen. Diese Pfizer News sind dann eine B oder X und bekommen dann einen zweiten Abverkauf, der, ja, also im Idealfall entweder das Tief von gestern, ich zeichne es gleich nochmal an, bei 590, vielleicht sogar die 355 hier erreicht. Und dann haben wir hier eine tolle 4 und würden dann eben hier eine mögliche weitere Rallye dann starten in Richtung Allzeithoch dann in den US-Märkten. Also wichtig ist, diese Zone, die hatten wir schon gestern schon mal markiert, das hier ist Support für heute und das gestrige Abendtief ist dann ebenfalls Support. Also diese zwei Marken, gestriges Abendtief und dann dieser Bereich hier bei 355. Okay, und ja, das ist dann die Aufgabe, das hier zu sehen. Auch hier vielleicht nochmals die Vorschau. Also sollte das hier tatsächlich dieser Fünfer sein, dann ist praktisch diese Zone, diese 355, sehr wichtig. Hier würde dann praktisch wahrscheinlich eine Welle 4, vielleicht auch eine 4 der 3 laufen. Also es ist dann einfach nur entscheidend, wie hoch es gehen kann. Umso niedriger der Wellengrad, umso höher dann später das Ziel. Und genau, hier wäre dieser Rücksetzer dann diese 4 und dann eben ein weiteres Hoch in Richtung Allzeithoch, damit wir dann diesen Impuls komplettieren und dann beenden. Okay, und dafür habe ich auch schon ein bisschen mit den Extensionen gearbeitet. Da habe ich jetzt einfach das Zwischentief hier genommen. Ich gehe dafür nochmal in den 5-Minuten-Chart. Von Montag und das ist dann praktisch der Anstieg, der das Ganze finalisiert, also den Fünfer hier. So. Und jetzt eben die Bewegung entweder hier runter oder dann hier für die 4. Und dann eben der nächste Push. Also das sind so die Spielereien und die Varianten, die man dann anstellen kann. Und für heute ganz klare Support-Marke, die dann vorliegt. Für Shorts an sich, ich habe ja gesagt, es ist ein Squeeze hier. Und wir haben das Wochentief von letzter Woche schon mal hier markiert. Und das ist jetzt ja mittlerweile sehr weit weg, 34.270. Und für diese Handelswoche ist dann dementsprechend schwierig, grundsätzlich bärisches Momentum aufzubauen, weil man immer gegen den Haupttrend dann arbeitet für diese Woche. Und somit, wenn man irgendwie eine Trendumkehr oder ähnliches handelt, ja, gibt es jetzt von der Wochenkerz oder vom Wochentief wahrscheinlich erst nächste Woche Signale oder Möglichkeiten. War ja auch mit dem Long im Prinzip so, dass diese Abwärtskerze an Thanksgiving eine Woche gebraucht hat, bis eben die Niveaus runtergekommen sind für einen Bruch dann nach oben und diese Woche dann diese Explosion über die 34.000
800er-Marke. Und ja, somit geht es dann weiter, diese vier hier weiter zu beobachten. Okay, haben wir. Kommen wir zum Euro. Und hier ist, hier tut sich einiges und es könnte super interessant werden. Sehr spannender Markt. Und hier ist weiterhin dann die Frage, haben wir hier eine Trendumkehr und einen neuen Impuls aufwärts? Und damit haben wir jetzt dann gestern praktisch eine ja jetzt deutlich sichtbare Dreierbewegung hier hingelegt in das 76er Retracement. Jetzt eine tolle Situation, ich habe es ja gestern angesprochen, dass für die Bullen im Prinzip die letzte Chance, die 1.1230, damit man gegen den Tiefpunkt hier arbeiten kann, hat jetzt bis heute erstmal gut geklappt. Wir haben erstmal einen Bounce. Und dieser Bounce, der wird spannend. Wir haben jetzt hier einen ersten Push, haben jetzt wieder hier eine Gegenbewegung, eine mögliche 1.2. Und jetzt gilt es praktisch, diese 1.1370 hier oben rauszunehmen. Und das würde dann eine Welle 3 mit sich bringen. Und das ist dann die Möglichkeit, hier diesen weiteren Kursverlauf dann zu beobachten. Okay. Also sprich, die erste Reaktion gestern 1, dann dieser Rücklauf gestern Nachmittag eine 2 und wir haben jetzt eben ein höheres Hoch und würden in dieses Ausbruchsszenario dann laufen, über die 1.1370 dann laufen und hier ja den Boden vielleicht ausloten. Also eine Dollarumkehr mitten in der Situation, wenn die Fed möglicherweise ein schnelleres Tapering sogar ankündigt. Also eigentlich komplett schizophren, aber hier möglich, solange praktisch jetzt diese Zone, Tiefpunkt und höherer Hochpunkt, falls das jetzt kommt, dass hier das Ganze dann durchgeführt wird. Okay, also sehr spannend im Moment, sehr interessant. Und ja, das gegenläufige Szenario ist natürlich, dass wir vom Tiefpunkt hier kommend ja nur eine Dreierbewegung haben. Das würde so aussehen. Und dass diese Powell-Rede letzte Woche den Trend begonnen hat. Und hierfür muss eben diese 1.1230 brechen. Wenn das passiert, dann ja, ist hier diese Dreierbewegung drin und fertig. Und wir bekommen dann hier den Durchrutsch auf ja, tiefere Kursniveaus in Richtung 1.11 dann und so weiter. Also das ist dann hier die 1.1230 von gestern. Das Tief ist jetzt die Kontrollmarke für diese Bodenbildung. Und allgemein, und deswegen ist es so spannend, geht es darum, dass wir über den Tageschart seit Corona hier diesen möglichen Fünfer, dann hatten wir jetzt zum Jahresbeginn diesen ja, Dreh und jetzt mittlerweile diese Dreierbewegung ja, finalisiert. Und das Spannende eben ist diese 1270 so grob, das ist das 61er Retracement von dieser kompletten Bewegung und ja, möglicher ja, Trading Dream oder Trader's Dream, ja, diese Situation hier, die man ja, kaufen kann. Okay, das Ganze eben immer gegen das Tief. Und ja, mal schauen, ob diese Bodenbildung hier weiter gelingt. 1.1230 dann die aktuelle Marke. Und das Ganze wird jetzt heute auch über den Cable spannend. Der hat nämlich eine ja, Extension erreicht, die jetzt spannend wird. Und zwar geht es hier eigentlich nur darum, von diesem ja, Brexit, von dieser Brexit-Rallye, die wir gesehen haben. Hier habe ich einfach nur ein Fibo gezogen. Hier wurde ebenfalls jetzt das 61er getroffen. Das war jetzt schon letzte Woche der Fall. Und jetzt wurde auch final, und darauf habe ich gewartet, hier dieses 127er heute erreicht. Und ja, spannend ist natürlich diese heutige Kerze. Mal schauen, wie die sich dann komplettiert. Und ob wir dann tatsächlich kurz unterhalb dieser 1.32er Marke eine Stabilisierung auch im Cable hier bekommen. Und der Count oder die Idee ist eben vom Hochpunkt mit diesem Doppeltop. Ja, man kann auch hier eine Doppeltop-Spiegelung machen. Und da sieht man, dass das Doppeltop eigentlich perfekt ja, abgearbeitet wurde. Sehr interessant. Und auch hier der Count, um den sollte es gehen, dass man hier eben diese Dreierbewegung hat. So, und die wäre dann dementsprechend in diesem Support hier dann abgeschlossen. Und das Ganze eben in Zusammenarbeit mit dem Dollar und mit dem Euro, dass wir da ja eine Verschiebung dann in Richtung anderer Währungen bekommen. Okay, spannend, wir schauen es uns dann weiter an. Okay, dann ein Blick auf den ja, Bitcoin, super spannend auch hier. Ja, das Problem ist, bei unserem Chart
Folgendes, dass eigentlich der Tiefpunkt vom Wochenende, es gab ja einen Crash bei den Kryptos am Wochenende und der Tiefpunkt an sich ist bei, ich meine, 42.500 oder 43.000. Und ja, dieses Zwischentief ist dann praktisch höher als dieser Tief. Und somit hätten wir hier eine mögliche 1-2-1-2-Konstellation. Und hier ist jetzt wichtig, dass der Tiefpunkt hier, diese 47.000, gehalten werden. Und Sie sehen wahrscheinlich hier diese Dreierbewegung. Und man kann auch mit dem Fibo hier arbeiten. Und perfektes 61er Retracement hier heute oder gerade eben reingelaufen. Und jetzt dieser Schub. Und der nächste Anstieg eben über die 52.000 ja, würde das Ganze begünstigen, dass wir hier eben einen kleinen Boden haben. Und dann haben wir die Chance in Richtung dieser Hochpunkte von letzter Woche in Richtung 60.000 dann anzusteigen. Und übergeordnet dazu, ich glaube am Montag haben wir das Video gemacht, da vielleicht nochmal einen Blick drauf werfen, da haben wir einige Optionen hier besprochen, warum praktisch dieses Tief vom Montag sehr wichtig ist und wie man das dann im großen Kontext auch interpretieren kann. Okay. Gut, dann haben wir, denke ich, soweit alles. Wenn Fragen sind, gerne über den Chat. Ich schaue noch mal kurz, was man ansprechen kann. Ach so, vielleicht noch mal ein kurzer Hinweis. Morgen ist die Daimler doppelt im DAX. Und zwar wird Daimler sich hier aufspalten. Das LKW-Business geht selbstständig an die Börse. Somit wird es dazu Kursturbulenzen geben. Ich meine 0,5. Also zur Hälfte wird abgespalten. Genau, ansonsten auf die Daimler Investor Relations Seite gehen. Da stehen dann die Details mit dabei. Aber morgen dann 2 Daimlers und 41 Unternehmen im Germany 40. Ah ja, stimmt, Gold. Haben wir vergessen. Und genau, dann ist das der Abschluss. Genau, im Gold ging es jetzt sehr kurzfristig um Folgendes. Wir haben hier diesen Tiefpunkt erstmal markiert und gestern sollte praktisch dieser Abverkauf hier eine Möglichkeit geben, ein höheres Tief zu etablieren und zwar über das 61er Retracement. Somit hätten wir hier eine Rallye, Gegenbewegung. Und das hat sich hier perfekt ausgebildet oder gezeigt, wir haben einen Anstieg bekommen und den Hochpunkt sogar rausgenommen. Und jetzt kann man praktisch diese Idee einfach weiter nutzen und diese letzte Bewegung für sich nutzen. Und auch hier wiederum sieht man, okay, dieser Abverkauf jetzt auf die 1780 genau auf das 61er. Und um die Logik eben abzuschließen, ist natürlich ja der Kontrollpunkt hier nachzuziehen auf dieses Level hier, auf die 1772. Und solange praktisch dieses Level jetzt nicht unterschritten wird, kann man dadurch oder damit arbeiten. Und hier wäre wiederum Rallye, Gegenbewegung, Retracement und eine nächste Rallye in Richtung ja, 1800 dann tatsächlich möglich. Und so würde sich dann hier ebenfalls der Boden herauskristallisieren. Eine sehr spannende Situation. Warum sind diese 1772 wichtig? Genau, für das Alternativszenario, weil das würde bei Bruch eben diese Form annehmen, also eine Dreiermöglichkeit. Und unter 1772 aktiviert sich das Ganze und würde dann zu einem neuen Tief, also in Richtung 1762 und tiefer dann führen. Und deswegen diese 1772 so wichtig. Okay, dann haben wir das erstmal dann für den Moment. Okay, ja, dann soweit von mir. Dann wünsche ich weiterhin Good Trades, viel Erfolg und bis morgen, wenn Sie mögen, ab 15:15 Uhr und Good Trades und Ade.